Nun zur Verneinung. Auch hier gilt, gehen Sie weg vom gewohnten eigenen Intonationsmuster. Als Sofortmaßnahme denken Sie daran, statt des Non das Verb zu betonen. Betonen Sie also das Verb danach. Per esempio, non vengo, non l'ho visto, non te lo dico. Handelt es sich um doppelte Verneinungen? Betonen Sie am besten den zweiten Teil der Verneinung. Per esempio, non vengo mai a casa prima delle 8. Non fumo affatto. Non è vero per niente. Weitere Intonationsmöglichkeiten hängen von den Intentionen des Sprechers ab, sind sehr unterschiedlich und sprengen daher den Rahmen dieses Kurses. Wenn Sie aber stärker auf Intonationsunterschiede achten, werden Sie immer mehr davon hören. Einige Beispiele auf den PowerPoint-Folien. La pizza non è buona. Il libro non è bello. La porta non è chiusa. Non canta bene. Non esce spesso. Non legge tutto. Wenn dann natürlich mehrere Ausdrücke noch dazukommen, kann sich die Betonung durchaus verändern. Zum Beispiel, la pizza non è proprio buona. Non è proprio buona. La pizza non sempre legge tutto. Um eben den einen Aspekt hervorzuheben. Bei der doppelten Verneinung, non canta mai, non bevono mai, non ride mai, non bevo niente, non voglio niente, non dico niente, non bevo affatto, non fumo affatto, non saluto nessuno, non c'è nessuno.